So, ihr Lieben, wir sind wieder auf Bootsuche und zwar mit einem ganz neuen Projekt. Mit einem ganz besonderen Projekt, ja, denn wir suchen die eierlegende Wollmilchsau unter den Segelbooten und das für unter 100.000 Euro. Genau, unser Kunde, der Jörg, der weiß noch nicht genau, wo er hin will. Demzufolge müssen die Fahrgebiete quasi offen sein. Das muss also ein Schiff für die Ostsee sein, für den Atlantik oder auch für eine Weltumsegelung. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe. Aber wir haben sie gelöst bekommen und wir besichtigen in diesem Video zwei Segelboote. Und am Ende des Videos haben wir sogar eine Entscheidung. Ja, es ist schon ein richtig, richtig, richtig geiles Schiff. Also dranbleiben und los geht's. Jetzt mal in Berlin wieder ein Beratungsgespräch. Genau. Wir fahren jetzt in die Stadt, um uns mit dem Jörg zu treffen und dann quasi Step 1 unseres Prozesses durchzuziehen, ja? Also rauskriegen, was er vorhat und was er braucht. Richtig. Wir fangen unsere Gespräche gerne mit der Frage an, was hast du denn nun eigentlich genau vor mit deinem zukünftigen Segelboot? Ich sag mal so, ich habe in meinem Beruf oder in meinem Leben habe ich immer war ich freudig dabei, Generalist zu sein. Ja. Damit können viele nichts anfangen, ja, auch in meinem Beruf nicht. Ja. Weil die sagen, ja, du musst dich doch irgendwie mal spezialisiert haben. Die heutige Vorstellung, ich würde es wahrscheinlich entweder nach Holland oder an die Ostsee und mit diesem Schiff dann, also entweder ein Teil was drauf leben oder alternativ so Wochenendturns machen, weil ich habe auch Klienten, die einfach mal raus wollen und mit mir ein Coaching auf dem Wasser machen. Einmal auch Transatlantik fahren, entweder da, wo ihr wart, bleiben eine ganze Zeit oder einmal sogar ganz rumfahren. Wobei, das habe ich im nächsten Step, als ich ein bisschen tiefer darüber nachgedacht hatte, mal ein bisschen mehr zurückgestellt, weil ich glaube, dass auch das Mittelmeer ein super Segelgebiet ist. Und dass ich dort erstmal anfangen wollen würde. So, jetzt habe ich dir Ostsee gesagt, ich habe dir Nordsee gesagt, ich habe dir Mittelmeer gesagt und ich habe dir... Du bist da also frei. Ja, also es wird mit diesem Schiff wird es irgendwie zu mir kommen, was ich damit tue. Genau. Okay. Und damit ist schon mal eins klar, das Schiff muss quasi für alles bereit sein. Ja? Also es muss gut für die Ostsee sein, um da eben auch mal aufkreuzen zu können, aber es muss auch für den offenen Ozean harte Bedingungen ausgelegt sein. Tja, und wo sind wir da wieder? Wir sind wieder bei unserem Lieblingswort. Kompromiss. Nee, eines unserer zwei Lieblingswörter. Kompromiss und Teakdeck. Richtig. Und es ist ja in dem Fall auch klar, hier stehen sich halt Sportlichkeit, also Segeleigenschaften, Wohnkomfort und natürlich auch der Kaufpreis einfach mal gegenüber. Ne? Mhm. Ja, es gibt auch gute Kompromisse. Beispielsweise... Ich wüsste nicht, was an dem Wort Kompromiss gut ist. Ich habe jetzt gegen Kompromisse eigentlich nichts. Ne? Das ist irgendwie so negativ behaftet, aber letztendlich, wenn du segelst, dann ist es immer ein Kompromiss. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ja, also hast ein schnelles Schiff, hast ein sportliches Schiff, musst halt auch mehr segeln, also mehr aktiv sein. Wir haben manchmal gedacht, so, wenn es hart zur Sache ging, Mensch, so ein bisschen, so ein schwererer Kahn, ja, wäre nicht schlecht. Und dann, wenn leichter Wind war, was ja auch oft war, haben wir gedacht, wir haben genau das richtige Segelschiff. Weil es halt wirklich, du brauchst keinen Motor, es segelt schon bei relativ wenig Wind. Die beiden Sachen, die stehen halt so irgendwie gegeneinander. Ich weiß, das hilft euch nicht weiter, weil es keine klare aussah, aber es ist so ein Mittelding. Ja. Ein Mittelding aus Sportlichkeit und Wohnkomfort. Ja. Der Jörg war vielen Kriterien gegenüber sehr offen, auch was Aufteilung und Design angeht. Es soll ein einhandtaugliches Schiff werden mit ca. 38 bis 42 Fuß Länge, mit zwei Kabinen. Ja, und das Alter des Schiffs ist nicht so wichtig. Es sollte aber in einem guten Zustand sein. An Technik nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wir haben uns bei der anschließenden Suche also an Marken orientiert, an Schiffen orientiert, deren Konstruktion an sich schon langfahrttauglich ist. Also Marken wie Sunbeam, Nayard, Halbergrassi, Nordship, Trintella etc. Also bei diesen Schiffen ist schon mal der erste Punkt, dass es nicht allzu viele gibt auf dem Markt. Denn in der Regel, wer so ein Schiff besitzt, der behält es eben auch sehr lange. Und in der Größe 38 Fuß oder größer und 100.000 Euro Budget, da landet man dann eben bei Schiffen aus den 80ern oder eben auch sogar früher. Und da muss man schon
ganz genau hinschauen, was man da bekommt. Denn oftmals ist ja das Teakdeck fertig und das Schiff wird aus diesem Grund verkauft oder es hat andere Mängel bei so einem alten Schiff, wenn das nicht wirklich gut gepflegt ist. Da treten dann in diesem Alter schon einige Sachen auf. Ja, die zweite Schwierigkeit ist dann eben, solche Inserate entsprechend zu interpretieren. Also lohnt es sich überhaupt für das Schiff zu reisen, dahin zu fahren und sich das anzuschauen? Weil besonders häufig sind halt die Bilder nicht besonders oder die Daten, die Beschreibungen nicht besonders ausführlich. Investiert man da jetzt Zeit und Aufwand in das Boot? Und da hatten wir dieses Inserat mit sehr wenigen Bildern und gefühlt hatten die Bilder nur 3 Pixel. Ja, war also gar nichts zu erkennen drauf, ne? Ja. So gut wie. Und da haben wir uns im ersten Moment gedacht, ja, okay, Halberg Rassi 382 für 88.000 Euro, die hat irgendwas, auf den Bildern erkennen wir nichts. Also komm, nichts. Aber wir hatten da einen Riecher. So, da sind wir wieder. Die beiden. Wir haben hier eine Halberg 382, kommt von einem alten Mann, der das immer super toll gepflegt hat. Ich habe gerade mit dem gesprochen und der das aus Altersgründen verkauft. Für 88.000. Aus seinem Alter. Aus Bootsalter, sondern aus seinem Alter. Aber das Schiff hat einen geilen Preis, ist wohl sehr, sehr gut erhalten, hat ein neues Teak, hat 2010 das Teakdeck neu machen lassen, sieht innen wohl super gut aus, ist sehr gut gepflegt. Tja. Das ist der alte Seebär, der keine Fotos macht. Das ist der alte Seebär. Das ist der typische, ja, genau. Das Schiff war erst neu inseriert worden und wir waren sogar die Ersten, die sich gemeldet hatten. Und da es an der Ostsee liegt, haben wir kurzfristig übers Wochenende einen Besichtigungstermin ausgemacht. Und um die Zeit gut zu nutzen, haben wir uns direkt noch ein zweites Schiff in der Nähe vorgenommen, nämlich eine Westerly Sea Lord 39 für 77.000 Euro. Ähnliche Aufteilung wie die HR soll ebenfalls gut gepflegt sein und schon auf Langfahrt ausgerüstet. So, angekommen. Jetzt ist Schiff hier Nummer 1 dran. Jetzt müssen wir sie erstmal nur noch finden. Hier sind nicht. So, wo ist sie jetzt? Gefunden! Ein paar Eckdaten. Wir haben hier eine Westerly Sea Lord 39 mit einer Länge von 11,73 Meter, einer Breite von 4 Metern und satten 10 Tonnen Gewicht, was für diese Schiffsgröße jetzt nicht gerade wenig ist. Das wundert auch nicht, denn Westerly ist bekannt für starke, solide gebaute Schiffe. In den 70er und 80er Jahren waren sie sogar einer der führenden Hersteller für GFK-Segelboote in Europa. Der 1,68 Meter Tiefgang ist ein gusseiserner Kiel, der an der Unterseite schon etwas ramponiert wurde und an manchen Stellen auch rostet. Darum muss man sich auf jeden Fall kümmern und Reparaturen waren auch schon geplant. Allerdings ist die Kielaufhängung mit vielen großdimensionierten Bolzen so solide gebaut, dass zumindest leichte Kielberührungen kein großes Problem sind. Das Ruder hat bei diesem Schiff etwas Spiel, das kann man überprüfen, indem man einfach mal kräftig am Ruder wackelt. Ansonsten ist das Unterwasserschiff in Ordnung. Das Schiff kam gerade von einer Langfahrt zurück, dementsprechend ist an Ausstattung schon so einiges vorhanden. Beispielsweise ist ein Geräteträger montiert mit Solarplatten, Windgenerator und Radar. Am Spiegel ist ein Windpilot angebracht und für Frischwasser sorgt ein Wassermacher unter der Sitzbank im Salon. Die Aufteilung ist typisch für ein Center Cockpit mit relativ kurzem Wohnbereich, dafür mit einer großen Heckkabine. Wie man gut sehen kann, der Zustand des Interieurs ist sehr gut, kaum abgenutzt und wenn man hinter den Schaltkasten schaut, auch die Elektrik ist, wie sie sein soll. So, auf den ersten Blick. Schön. Ja, das ist Flexi-Teak. Ja. Sehr schön. Keine Schrauben. Keine Schrauben, ja. Keine Schrauben ist wunderbar. An Deck ist Flexi-Teak gelegt worden, was deutlich wartungsärmer als echtes Teak ist. Also auch ein großer Vorteil. Im Endeffekt geht der so in die Bilge und wir haben halt okay. Ja, immer ein Glas hingestellt, dass es halt nicht in die Bilge läuft. Ne? Ich sehe echt viele Parallelen.
Also zu unserem Schiff. Ja. Die ganzen Lösungen, die man dann so irgendwann hat. Auf der Westerly habe ich wieder einmal gemerkt, wie klein eigentlich diese Langfahrtseglerwelt ist. Denn die Eigner sind zeitgleich mit uns in der Karibik gewesen. Allerdings sind wir uns nie über den Weg gelaufen, gesegelt. Das ist ja wie ein Familienmitglied, ne? Ich meine, es hat euch getragen. Ja, 2,5 Jahre drauf gewohnt, ne? Und da wächst da hinten das Boot ist schon ein bisschen ins Herz wahrscheinlich, oder? Du kannst definitiv, ja. Definitiv. Für uns ist das ein sehr positiver Fakt, denn es ist ein Proof of Concept. Das Schiff hat eine solche Reise schon einmal mitgemacht und wird es auch wieder tun. Und dann gibt es da noch einen sehr viel witzigeren Umstand, nämlich im Laufe der Besichtigung hat sich herausgestellt, dass Jana und Sascha, unsere Freunde von Sailservice, einen Tag vor uns auf dem Schiff waren und sich sehr dafür interessieren. Ansonsten besteht auch viel Interesse, denn ein super ausgestattetes Langfahrt-Segelschiff in dem Zustand für 77.000 Euro in der Ostsee ist nun mal ein sehr gutes Angebot. Als ich es von außen gesehen habe, war natürlich noch ein bisschen was dran zu machen. Ja. Ne? Also Kiel neu schweißen, hinten das mit der Ruderanlage sollte man auch noch mal prüfen. Innen drin jetzt nicht so viel, das ist okay. Emotionsmäßig, hat es dir gefallen? Eine 7. Eine 7? 7 von 10. Okay. 7 von 10. Das heißt, das ist schon so ein Typ, wo du sagst, würde ich mich wohlfühlen. Ja, wir gucken uns ja noch ein anderes an. Wir gucken uns ja noch ein anderes an. Ja. Seid ihr wieder unterwegs? Wir sind gerade wieder unterwegs. So. Erzähl mal, wie war's denn? Erzähl du mal, wie war's denn? Ja, gut. Es war gut und wir haben das Schiff nicht gekriegt. Ja, pass auf, dann stehen wir da unten drinnen, ne? Und ich frage ihn so, ja, und, wie sieht's so aus? Gibt's viel Interesse? Und dann er, naja, hab gestern ein Angebot bekommen von einem Sommer. Und ich so, was? Warte mal, kennst du doch. Und Sascha? Und dann war Sascha und Jana, die waren gestern da. Und die haben halt ein Angebot abgegeben und die haben quasi die Zusage bekommen. Und ich habe gerade mit Sascha und Jana telefoniert und die freuen sich und die werden dieses Schiff kaufen. Das ist super. So klein ist die Welt. Wenn man das Pudels Kern herauskristallisiert, also ich könnte jetzt 1000 Techniksachen erzählen, aber es ist einfach so, ich habe mich da in dem Schiff, auch in dem Schlafzimmer und so da hinten im Heck so nicht gesehen. Aber ich habe gesagt, es ist eine 7. Also war ein schönes Schiff, ja. Ist ein sehr schönes Schiff. Es ist ein schönes Schiff, aber halt für jemand anders bestimmt. Und ja, das ist okay für mich. Ja. Naja, bin ich ja mal gespannt, wie es morgen aussieht auf der Hallberg. Da sehe ich dich auch eher. Also ich muss mal ehrlich sagen, wenn die Hallberg ein geiles Schiff ist, also wenn die gut erhalten ist und dir die gefällt, dann ist die mit 88.000 auch ein Schnäppchen, ne? Okido. Na dann. Na denn. Schönen Tag, euch. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Es ist ja nun mal so, dass das Schiff, kennt man ja den Spruch, den Eigner findet, ne? Nicht andersrum. War in dem Fall nicht der Fall und außerdem, naja, der Sascha und Diana haben das Schiff quasi schon gekauft und jetzt auch die Zusage bekommen mittlerweile. Also es liegt sowieso nicht mehr in unserer Entscheidungsmacht, ob es das richtige Schiff ist oder nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach, ja wohin eigentlich, in Richtung Kiel. Schiffe. So Jörg, Hallberg. Gestern hat es ja nicht so wirklich Klick gemacht. Wohl nicht, nee. Was muss denn passieren, dass du jetzt auf das Boot kommst und das ist so ein... Das ist... Ja, dass alle meine Zellen sagen, das ist es, ne? Und dass ich gern drauf wohnen will. Das so ein, ist, glaube ich... So ein Wow-Effekt. So ein Wow-Effekt, führen. Genau. Okay. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja, wir haben uns heute mit dem Eigner ein ganz besonderes Zeichen ausgemacht, nämlich er hat eine blaue Schwimmweste in der Hand und ich natürlich die Kamera. So erkennen wir uns, ja. Also nicht wie beim Dating mit einer roten Rose, sondern eine blaue Schwimmweste. Heute ist ein echter Klassiker dran. Wahrscheinlich gibt es kaum einen Segler, der den Namen Hallberg Rassi noch nicht gehört hat. Und das weltweit, denn sie sind beliebte, sehr hochwertige, aber auch sehr hochpreisige Schiffe, selbst noch gebraucht. Dieses Modell hier, die 382, wurde 1988 hergestellt als eine von 116 Schiffen. Und sie bringt gegenüber dem Vorgängermodell, der 38, einige Verbesserungen mit sich. Beispielsweise ist sie etwas länger und breiter und hat ein flacheres Heck. Der Kiel ist weiterhin einlaminiert und damit Teil des Schiffs und nicht angebolzt,
Allerdings ist er etwas tiefer und kürzer und, wichtiger Punkt, es wird hier Blei verwendet, nicht mehr Eisen. Damit ist er schlanker und hat einen niedrigeren Schwerpunkt, wodurch eine größere Segelfläche ermöglicht wird und damit bessere Segeleigenschaften. Also wenn man kein Spezialist ist und ein spezielles Boot sucht, zum Beispiel einen Racer, um über die Ozeane zu kacheln, dann ist die gemäßigte Rumpform unserer Ansicht nach immer noch das Beste. Also wir haben ja die beiden Extreme, zum einen den Langkieler, der einen sehr langen Kiel hat, der sehr sicher unterwegs ist. Das ist ein großer Vorteil, wenn man da auf einen schlafenden Wal beispielsweise auffährt, da reißt ja der Kiel nicht gleich ab. Das Ruder ist hinten aufgehängt, da kann auch nichts hängen bleiben. Die Lateralfläche, die ist sehr groß, fährt sich sehr gutmütig, hat allerdings Nachteile beim Manövrieren. Also der Wenderadius ist sehr groß im Hafen etc. ist das ist so ein Langkieler schwierig zu manövrieren. Und auch bei Sturm kann sich die Kielform durchaus negativ auswirken, weil sie für einen Haufen Auftrieb sorgt beim Abreiten beispielsweise und kann zum Kentern führen. Und dann haben wir das andere Extrem, nämlich den Kurzkieler. Mit einem wirklich kurzen Kiel, sehr tief, mit einer Bombe unten dran. Der hat im Punkto Sicherheit natürlich das Nachsehen, weil wenn man da irgendwo drauf fährt oder hängen bleibt, dann ist da eine extreme Hebelwirkung, die quasi sofort den Rumpf beschädigt. Das will man auf Langfahrt natürlich absolut vermeiden. Zudem haben die meistens ein sehr flaches Unterwasserschiff. Das heißt, auf Amwindkursen knallt das Boot so richtig schön ins Wasser rein in der Welle. Das ist natürlich wahnsinnig unkomfortabel und fürs Material auch nicht besonders gut. Demzufolge sagen wir, ein gemäßigter Kiel, eine gemäßigte Rumpfform, also ein etwas längerer Kiel, der eine große Fläche am Rumpf hat, der nicht so wahnsinnig tief ist und vor allen Dingen keine Bombe hat, die nach vorne geht, ist da doch noch das Beste, was man machen kann. Auch eine Rumpfform, die nicht so flach ist, sondern eher so ein bisschen V-förmig geht oder die zumindest eine Rundung unten hat, dass der Rumpf nicht zu hart aufs Wasser knallt, weil dann macht das Segeln auf Dauer auch keinen Spaß mehr. In anderen Worten, es ist ein Kompromiss. Womit wir wieder beim Thema sind, denn Jörgs Schiff soll ja für alle Einsatzgebiete taugen. Rassis haben ein ziemlich einmaliges Erscheinungsbild. Das ist einmal der blaue Streifen am Rumpf und der eckige feste Dodger, auch mit blauen Streifen. Und dann natürlich, na, wer errät es? Eine ganze Menge Teak. Verschraubtes Teak kann gerne mal ein größeres Problem werden, wenn es undicht wird. Hier wurde es 2010 allerdings schon erneuert und ist noch in einem super Zustand. Das Schiff stand die Saison über unter Bäumen, deshalb muss das Deck und die Stoffe von Bimini und Kuchenbude einfach mal ordentlich sauber gemacht werden. Ansonsten gibt es an Deck erstmal nichts zu bemängeln. Im Inneren hat uns der Eigner dann durch das Schiff geführt und weil nicht viel Zeit war, habe ich kaum Aufnahmen machen können. Deshalb müssen jetzt einfach mal ein paar Prospektbilder herhalten. Ein nettes Merkmal von Rassis ist die Küche in F-Form, was bei Seegang sehr sicher und nützlich ist, denn man kann sich gut einklemmen und überall festhalten. Schatz, soll ich dir was Dreckiges ins Ohr flüstern? Küche. Schön. Bestens. Auf jeden Fall hat uns unser Riecher vom Anfang nicht im Stich gelassen. Der Zustand des Interieurs ist nämlich bemerkenswert gut, so gut wie keine Abnutzung zu sehen. Und das bei einem 32 Jahre alten Schiff, wohlgemerkt. Das ist der Vorteil von vielen Ostseeschiffen, sie werden 4-5 Monate im Jahr mal am Wochenende oder für kurze Urlaube benutzt, ansonsten stehen sie in einer Halle und werden dort gut gepflegt, wenn der Eigner sein Schiff liebt natürlich. Und das ist bei hochpreisigen Schiffen eher der Fall als bei der Großserie, so auch hier. Ah, es ist ein schön großer Motorraum. Der Motor mit 2.500 Motorstunden, der sprang im kalten Zustand auch sofort an, der lief sehr gut. Außerdem war die Bilge komplett sauber und das sind alles sehr gute Zeichen. Nur der Keilriemen sollte mal gespannt werden, das hat ein bisschen gequietscht und es stand ungesichert eine Batterie für die Dieselheizung im Motorraum. Das geht natürlich auch nicht. Sind allerdings nur Kleinigkeiten. Also ich nehme mal das Rechte raus. Also, ne. Du bist noch ein Stück größer als ich, aber sollte passen, ne? Was sagst du denn?
Ja, das ist ein schön aufgeräumtes Schiff, halt eine alte Dame, die gut gepflegt ist, glaube ich. Ja. Die hat sich wirklich drum gekümmert. Mhm. Die ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen, aber noch gut in Schuss. Definitiv, ja. Bemerkenswert gut im Schuss, finde ich. Für ein 88, Baujahr 88. Super. Aufteilung ist Bombe. Hier gehen meine Zellen mal auseinander. Wenn ich das so sehe ich mich deutlich mehr auf diesem Schiff als auf dem anderen, was wir gestern gesehen haben. Okay. Deutlich. Also ist es eine 9 von 10? Ja. Ja? 9 von 10? Ja, 9 bestimmt. Okay. Also es gibt so ein paar Sachen zu machen auf jeden Fall. Ich meine, die Lampen willst du nicht. Als die Kühllampe haben, dann muss LED rein. Und eine Bilge muss eine Bilgenpumpe rein, eine elektrische. So ein paar Geschichten. Ja, das ist jetzt nichts Substanzielles. Das kriegen wir ja noch bei einer Technikbegehung richtig raus, was noch alles zu machen ist. Wenn wir das Gutachten machen, kriegst du dann eine Liste. Genau. Die und die Sachen sind nötig, die und die Sachen kannst du machen, die und die Sachen brauchst du nicht machen. Erwähnenswert ist übrigens noch, dass ein Bugstrahlruder vorhanden ist, was die Hafenmanöver erleichtert und ein Schwarzwassertank nachgerüstet wurde, obwohl für dieses Schiff eigentlich nicht erforderlich. Im Großen und Ganzen ist diese 382 mit ihrer Aufteilung, ihrer Größe und ihrem Zustand für den Preis einfach das beste Gesamtpaket für Jörg. Blauwasserausstattung ist zwar noch nicht vorhanden, das liegt allerdings auch noch im Budget und kann nach Bedarf dann einfach installiert werden. Also na, mein Gefühl sagt mir, das ist es. Also, ja. So, da haben wir also unsere eierlegende Wollmilchsaune. Eine Halber Grassi 382. Ja, mit der kann der Jörg in der Ostsee segeln, in der Nordsee oder auch über den großen Teich rüber. Alles kein Problem. Das Schiff ist sicher, sportlich genug, sehr gut in Schuss. Mhm. Also alles, was man eigentlich braucht. Ne? Mhm. Das war jetzt erstmal nur die erste Besichtigung, um festzustellen, ist das Schiff in Ordnung? Und kann sich Jörg darauf wohlfühlen? Ist es was für ihn? Was jetzt noch fehlt, ist das Gutachten. Denn Domi und Jörg haben sich das Schiff nur relativ kurz angeschaut. Ja, das war 2 Stündchen Schnelldurchlauf. Nicht im Detail quasi. Genau, und das Unterwasserschiff konnten sie sich auch nicht anschauen, weil das Schiff lag ja noch im Wasser. Und somit machen wir das Gutachten bei der nächsten Folge Bootsprofis mit dem Jörg. Ne? Mhm. Das war es erstmal für diese Folge. Wenn sie dir gefallen hat, darfst du gerne einmal den Daumen nach oben klicken und auch die Abo-Schaltfläche daneben. Wenn du das noch nicht getan hast, sind nämlich nur 2 Klicks und uns hilft das sehr viel. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund und adios. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Machen wir ein paar Übungen. Ja.